Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE.TV und ich begrüße euch damit herzlich zum ersten Video im neuen Jahr 2018. Unsere Black ist ja mitten in der Winterpause und eben schon fleißig in der Vorbereitung für das Frühjahr 2018, das auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein wird. Ich begrüße natürlich zuallererst an meine Gäste, beziehungsweise wir sind hier in Messendorf natürlich alle zu Gast. Und ja, eben den Gregor, den kennt man ja schon aus dem einen oder anderen Video, und eben den Dominik. Servus an euch. Hallo. Und ja, bei unseren Blackies hat sich eben einiges getan. Den Franco-Foda-Abschied, den haben ja sehr viele mitbekommen. Neu jetzt beim Trainersektor, bei unseren Blackies Heiko Vogel. Also allein da schon ein interessantes Thema, aber wir haben auch eine brandaktuelle Meldung natürlich, obwohl die Sturmfans wissen natürlich Bescheid, um was es geht. Karalambos Likogianis verlässt unseren SK Sturm zu, würde ich mal sagen, 99,9% Richtung Italien, Serie A, zum Tabellen 16. Cagliari, spricht man sie glaube ich aus, Calcio. Und ja, deswegen wird uns da unser griechischer Linksverteidiger ziemlich sicher abhanden kommen, korportiert werden, glaube ich, so 500.000 Euro, was ich so gehört habe. Und ja, ich würde sagen, dass wir eben damit einfach mal da losstarten mit diesem Thema. Also, bevor wir eben zu Heiko Vogel und Co. kommen, zum Likogianis-Transfer, was ist eure Meinung dazu? Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es war absehbar. Weil Vertrag läuft aus, er hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt und dass man da natürlich dann auch noch obendrein als Nationalspieler in Europa Begehrlichkeit erregt, war irgendwie klar. Und auch wenn jetzt Cagliari nur in Anführungszeichen 16. ist und auch jetzt nur 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat, es ist trotzdem für ihn selber ein Karrieresprung geworden oder gewesen. Und es ist natürlich auch eine viel größere Bühne, um sich auch fürs Nationalteam, für sowieso die WM im Sommer jetzt zu empfehlen, dort in den fixen Kader aufgenommen zu werden, wenn nicht sogar als Stammspieler dort zur WM zu fahren. Na klar, man muss natürlich sagen, der Lico ist ja noch relativ jung, also jetzt 24 Jahre, so ist es. Also da ist natürlich noch Luft nach oben, Serie A, klar, gebe ich da völlig recht, ganz ordentliche Plattform. Vielleicht, so, was meinst du, wie ist die ganze Situation für Sturm? Ist der Transfer eher verkaufbar oder sagst du, naja, es wäre vielleicht gescheiter gewesen, ihn irgendwie bis Sommer dann doch zu halten und eventuell dann auch lieber auf die Ablöse zu verzichten? Ja, das Problem ist eben das, zu verkraften, wird das sicher sein, weil da laufen im Hintergrund sicher schon bei einem Herrn Kreisler, einem Herrn Vogel die Planungen, was getan wird. Und wie gesagt, er hatte eben nur noch ein halbes Jahr Vertrag und klar, für Lyko im ersten Moment 500.000 Euro Ablöse klingt jetzt nach einem Geschenk an Cagliari, aber eben wie gesagt, besser jetzt eben diesen kleinen Geldsegen als jetzt wie im Sommer dann kein Geld, kein Geld und der Spieler ist weg. Okay. Weil ob er darüber hinaus noch verlängert hätte, schwer zu sagen. Okay. Was sagst du dazu? Ja, eigentlich hat der Kläger schon alles gesagt, also es ist schade jetzt, dass er geht. Er war ein sehr guter Spieler für uns. Man muss ihm einfach alles Gute wünschen. Es ist eine gute Chance für die Zukunft, dass er sich international beweisen kann. Die italienische Serie A ist nach wie vor immer noch eine sehr gute Liga. Ein guter Spieler. Ja klar, aus Österreich in die Serie A ist das eine super Chance wären. Ja, 500.000 Ablöse Summe, naja, es ist nicht viel, aber jetzt. Also der Marktwert ist ja glaube ich bei 2 Millionen so. Ja, man muss es jetzt dankbar annehmen. Leider Gottes ist es nicht mehr geworden. Aber schauen wir mal. Was glaubst du, wie wird Sturm da auf das Ganze reagieren? Also ist der Aufgang für dich persönlich jetzt so, dass du sagst, das ist verkaufbar, man wird auf jeden Fall das Ganze im Kollektiv wieder auffangen oder eben, zu dem Thema kommen wir gleich, soll ja ein Neuzugang dafür präsentiert werden. Also es soll ja ein Ersatz kommen quasi für die Position von vom Lyko. Oder würdest du sagen, eben, es ist jetzt verkaufbar oder okay, das könnte doch wirklich ernsthafte Probleme eben in Bezug aufs Frühjahr dann wirklich auch mit sich bringen? Ja, einen Spieler mit seiner Klasse zu finden, würde sehr schwer sein. Was der Heiko Vogel macht und was der Günther Kreisel macht, das ist die Entscheidung von den zwei Herren, welcher Spieler das sich verstärken soll. Wir haben einen Verein intern auf der Position, einen sehr guten Spieler, den Bubecker.
Botsmann, naja, könnte man gut spielen lassen. Botsmann ist auch der ein Rechtsfuß. Oder Hochecker eher Linksfuß, also Linksfuß wäre. Aber ja, was würdest du persönlich lieber machen? Also lieber am Neuzugang oder würdest du es intern einfach mit dem Hochecker und Potsmann? Naja, ich würde es eher mit intern probieren, aber ganz auf Reserve jemanden holen. Ne? Okay. Weil es kann durchaus einmal ein Ausfall sein, dass beide Linksverteidiger ausfallen, dann haben wir im Prinzip wieder. Ja, beziehungsweise auch voll die Position. Ja, ob die Position ja ausgefüllt auch werden könnte. Bei Buchreger, muss ich sagen, ist für mich immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Also er hat schon den einen oder anderen Einsatz jetzt bekommen, aber ist natürlich vom Stammspieler auch noch weit entfernt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit für ihn. Potsmann ist natürlich die Frage, der ist auf anderen Positionen, glaube ich, auch irgendwo zu wertvoll, ja, gerade für das Gesamtkonstrukt Sturm. Mhm. Dass ich schon verstehe, dass man Potsmann nicht unbedingt jetzt bös gesagt als Linksverteidiger da verschwenden, ja, unter Anführungszeichen will, weil er eben für die Offensive auch sehr viel bringt. Ja. Bei Lüko muss ich zum Beispiel persönlich auch sagen, also zum Transfer. Es ist noch offensiver, eben der Vertrag läuft aus. Man hat sich darauf auch einstellen können, muss man sagen. Also, dass eben beim Spieler, der die Klasse von Lüko Klanis hat, dass du den nicht ewig an Sturm Graz jetzt binden wirst können, das war, glaube ich, auch logisch. Dass man eine Ablöse kassiert, okay, im Endeffekt die 500.000, es hat schon Zeiten gegeben, da haben wir deutlich weniger bekommen, deswegen lassen wir das auch noch einreden. Interessant wird dort sein, wer dann wirklich der Ersatz wird. Also es war ja von Schrammel erst zu lesen, von Rapid, der Transfer hat sich ja scheinbar zerschlagen. Ich persönlich war von der Personalie sowieso nicht begeistert, also bei Rapid hat er, glaube ich, seit Jahren nicht wirklich mehr eine wichtige Rolle gespielt. Nein, so vor allem, das Problem war, da ist, er ist mit 30 auch nicht mehr wirklich gerade so in der Blüte seiner Karriere und auch noch ab zur Summe, sein Vertrag läuft obendrein, glaube ich, im Sommer auch noch aus. Und er war die letzten Jahre war er des Öfteren verletzt. Also das wäre wirklich so ablösefrei, okay, kann man das vielleicht sogar eingehen, ja, aber. Dann ist es ein kalkulierbares Risiko. Ja, und unter den Umständen eben das Alter, die Verletzungshistorie und eben auch noch dafür, dass Rapid Geld haben will. Mhm. Nein, gibt's sicherlich bessere, jüngere und kostengünstigere Alternativen. Ja. Was würdest du zum Beispiel vorschlagen, so als Ersatz für Lüko? Naja, also ich würde mal mir so sagen, okay, folgendes, Botsmann auf links sehe ich jetzt, ist zwar auch sicherlich eine gute Option, aber links hinten sehe ich ihn jetzt eigentlich nicht so, der ist mehr so weiter vorne, jetzt in der Hinrunde zu Hause gewesen. Als reiner Linksverteidiger den Patrick Buchecker, der was eben, ja, Fragezeichen, wie du gesagt hast, ist er für mich im Moment auch noch, hat er wirklich unter anderem im Sommer gegen die Austria den Lüko gut vertreten, hat gegen Altach eine gute Partie gemacht, ich habe mir das Testspiel gegen Allerheiligen angeschaut, da ist er mir wieder nach vorgekommen, hat wirklich immer auf links den MKS unterstützt, also und an dem er ist ein reiner Linksverteidiger, also könnte man es am Anfang oder die Rückrunde mit ihm versuchen und wenn nicht, dann halt im Sommer neu schauen, weil im Sommer ist der Markt doch schon deutlich größer als wir jetzt im Winter. Ja klar, im Winter kannst du sowieso meistens so kurzfristig reagieren. Was so für mich zum Beispiel persönlich noch Sinn machen würde am ersten, vielleicht wirklich Friedl eben von Bayern, von der zweiten Mannschaft von Bayern ausleihen bis Saisonende. Wäre, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Ein junger Spieler bekommt Spielpraxis und Sturm hätte eben kurzfristig eine trotzdem relativ erfahrene, auch wenn es ein sehr junger Spieler ist, Lösung. Also ich glaube, für österreichische Verhältnisse wäre das ein sehr guter Transfer. Ansonsten muss ich persönlich sagen, was ich so gelesen habe, Salomon war noch im Gespräch von der Austria, ist jetzt auch nicht so mein Lieblingskicker, den haben sie ja, glaube ich, auch zum Linksverteidiger so ein bisschen umfunktioniert über die Jahre. Oder eben sonst noch Ebner von der Admira, was für mich dann schon eher einen Sinn machen würde, weil das immer ein gestandener Kicker ist, der regelmäßig spielt. Aber ansonsten bin ich eigentlich doch relativ bei dir oder eben bei euch, über dem auch sagen, Buchecker, man kann ihm die Chance geben, sonst eben Potsmann. Ja. Und vor allem zum Thema Salomon, das glaube ich auch nicht, weil Salomon hat einen Vertrag bis 2019 und der Christoph Maczynko, der eigentliche gesetzte Linksverteidiger, hat sich ja in Graz das Kreuzband gerissen. Jetzt hat man mit eben nur ihn, den Salomon, und von Salzburg den Stefan Stangl ausgeliehen. Jetzt hast du wirklich nur zwei Spiele für eine Position. Ja klar, dann ist es sowieso kein und Thema. Dann ist sowieso Salomon Thema zu schlagen. Und ja, also ich bin der Meinung, wenn es wirklich ist, also entweder Buchecker die Chance geben, einmal für die nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Und wenn es wirklich nicht geht, dann halt, oder wenn man wirklich der Überzeugung davon ist, dass es wirklich mit ihm nicht gehen sollte,
ein halbes Jahr den Friedl von Bayern 2 ausleihen, weil obendrein Heiko Vogel wird ihn sicherlich noch kennen. Gutes Stichwort eben. Also so von eben zum Thema Linksverteidiger bei Sturm, eben Heiko Vogel, der soll da nicht ganz unter den Tisch fallen, eben neuer Trainer. Ist natürlich schon eine sehr interessante Vita eben, war schon eben bei Bayern in der Jugend, beim FC Basel, hat Champions League gespielt, hat auch schon Meistertitel gefeiert oder eben schon Titel geholt. Also eigentlich für Sturm würde ich mal sagen, ganz objektiv mal ein sehr guter Transfer. Die Testspiele sind jetzt natürlich sehr wenig aussagekräftig. Also man hat jetzt eben Allerheiligen geschlagen, 4-2, 2-2 gegen Blau-Weiß Linz und jetzt gegen St. Gallen, das Spiel, genau, 1-1. Das Spiel habe ich mir auch angesehen, wo ich vor allem die erste Halbzeit recht gut gefunden habe. Was halt interessant für mich zum Beispiel sein wird, was jetzt Heiko Vogel eben sowieso, was für ein Typ er ist, das lernt man erst so nach und nach kennen. Aber eben, was er da taktisch vielleicht Neues reinbringt, weil also man merkt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, zumindest jetzt schon, dass er eben eigene Ideen hat. Also das ist, glaube ich, jetzt da nicht wirklich mit Franco Foda mehr zu vergleichen ist. Also da kommt wirklich komplett frischer Wind rein, was ja vielleicht auch kein Nachteil ist fürs Frühjahr, weil wir ja erfahrungsgemäß im Frühjahr uns in den ersten 2-3 Partien immer schwer tun. Und der erste Gegner ist ja dann auch so Anfang Februar Mattersburg auswärts, also hartes Pflaster, gerade bei den Wetterbedingungen. Die man erwarten kann. Und da bin ich eben auf Heiko Vogel sehr gespannt. Also eben auch die Personalie mit dem Linksverteidiger, weil ja auch teilweise unter Franco Foda eben eine Dreierkette oder eine Fünferkette gespielt worden ist. Ist ja auch die Frage, ob der einen klassischen Linksverteidiger überhaupt für das System bräuchtest oder ob er wirklich sehr so flexibel ist, dass er sagt, er spielt dann auch mit Viererkette, mit Dreierkette, das werden wir natürlich auch nicht. Der bevorzugte System von ihm ist das 3-5-2. Also mit Dreierkette und dann eben auf rechts und links kannst du sagen, zwei variable Außenverteidiger oder Flügelspieler. Ja. Wobei ich jetzt eben auch 4-4-2 auch schon mitbekommen habe. Also ich glaube, man ist halt ein bisschen in der Findungsphase. Ja, sicher. Also er muss auch die Mannschaft kennenlernen, die Mannschaft muss ihn kennenlernen. Aber könnte auf jeden Fall ein großer Bonus, muss ich sagen. Also ich finde, für mich ist das Risiko kleiner als wirklich die Chance, dass du eben im Frühjahr die Gegner überraschen kannst, weil sie eben den Trainer auch nicht kennen. Definitiv. Und da bin ich richtig gespannt. Jetzt vielleicht zu dir, Domi, was würdest du sagen? So Heiko Vogel, bist du mit der Verpflichtung vom neuen Trainer zufrieden? Oder hättest du dir wen ganz anders gewünscht oder so, was sind so deine Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen so an den neuen Chefcoach bei unserem Essen? Ja, natürlich, also bin absolut zufrieden mit dem neuen Trainer. Er hat wieder was Neues, er bringt ihn Trainer, er muss jetzt die Mannschaft einmal kennenlernen, einmal schauen, wer kann zusammenspielen, wie funktioniert das, mit welchem System kann man da spielen. Er hat eine sehr gute Mannschaft übernommen von Franco Foda. Wenn man sich das Testspiel jetzt hernimmt, zum Beispiel gegen Allerheiligen, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war, wie Allerheiligen flach gespielt hat, die Bälle, und sehr schnell. Dadurch sind auch gleich mal zwei Tore gefallen für Allerheiligen. Das mit den schnellen Spielen, mit den flachen Spielen, das ist ein System, was Retro Salz begrenzt hat. Ja, da tun wir uns immer noch irrsinnig schwer. Ja, das ist natürlich auch die Frage, ob er der Mannschaft da vielleicht einen komplett neuen Stempel aufdrucken möchte. Weil zum Beispiel gegen St. Gallen, so die erste Halbzeit, habe ich schon teilweise gesehen, da schon wirklich Pressen versucht, das zu betreiben. Also das hat mir wirklich auch sehr an Salzburg erinnert. Ja, ja, man muss einfach einmal die Zeit geben, jetzt einmal die Mannschaft jetzt im Trainingslager kennenzulernen, einmal richtig einmal zu schauen, wie kann man die Mannschaft formatieren. Und ja, ich sage einmal, durchaus möglich wäre heuer der Cup-Titel. Und alles andere wäre natürlich eine Sensation. Ja, zumindest mal die nächste Runde sollte überstanden werden. Wienpass sind zu Hause, okay. Ich meine, so viel Losglück, weil traurig sagen, haben wir die letzten 10 Jahre nicht mehr gehabt im Cup. Also da, ja, nur das ist das Problem, dass Wienpassing kann befreit aufspielen. Die haben nichts zu verlieren. Die sind froh, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Also jetzt, das macht natürlich unsere Druckphase oder unsere Drucksituation noch höher. Ja, wenn wir dann quasi gewinnen sollten oder gewinnen müssen. Ja gut, aber da muss ich aber ehrlich sagen, also wenn da irgendwas passiert, dann muss das Abo ja fast zurückgeben. Absch, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber das schneiden wir noch raus, gell? Genau, das wird doch dann schön gecuttet. Nein, natürlich, ja, alles ganz seriös. Ja, aber im Endeffekt eben, klar, die Frage eben auf die Saisonziele jetzt bezogen ist natürlich jetzt noch schwerer zu beantworten, weil du natürlich auch schwer vorausschauen kannst, wie funktioniert das mit Heiko Vogel von Anfang an. Also ich glaube natürlich, dass mittelfristig das super funktionieren kann, aber ob die Mannschaft halt wirklich dann schon so funktioniert und so homogen, wie es eben jetzt am Schluss unter Franco Foda der Fall war, halt gleich wieder von Anfang an weiter harmoniert. Das ist halt auch die Frage. Ja, also ich muss aber ehrlich sagen, er hat in den ersten paar Interviews hat er gesagt,
auf die Frage, ob er wirklich dieses System von Franco Foda übernimmt oder ob er wirklich was Eigenes, komplett Neues macht. Da hat er eh gesagt, also er greift hier auf ein fantastisches Fundament zurück, wo eigentlich in und um die Mannschaft wirklich nahezu alles funktioniert. Und er will auf dieses Fundament natürlich zurückgreifen und nur mit seinen eigenen Ideen etwas verfeinern. Inwieweit dieses Verfeinern jetzt geht, kann man schwer sagen, aber das Fundament an sich mit eben dieser tollen Moral und diesem tollen Zusammenhalt in der Mannschaft und um die Mannschaft, das bleibt unberührt, laut ihm. Naja, da kann man ja gespannt sein drauf. Also wirklich sagen wird man sowieso nicht so schnell kennen, das ist klar. Also, dafür eben kennt man eben einfach zu wenig. Ich muss ja eh sagen, Sturm hat in der Personalie auch aber, finde ich, auch Mut gezeigt. Natürlich auch ein bisschen Risiko gegangen, weil man einen von außerhalb geholt hat. Das ist ja eigentlich jetzt da auch nicht so das ganz aktuell in der Bundesliga, weil meistens ja trotzdem bei Trainerabgängen oft so ein Co-Trainer dann quasi dann befördert wird und man eher nicht auf die externen Lösungen setzt. Also da bin ich auch sehr gespannt. Eben auch, glaube ich, personaltechnisch jetzt nicht nur eben die Personalie Lyko. Man muss ja auch sagen, es hat einen positiven, also nicht, dass jetzt der Lyko-Transfer nur negativ wäre, aber nicht unbedingt, wo man sich jetzt speziell freut, ne, wenn der Leistungsträger geht, aber Husbeck hat man zum Beispiel verlängern können, ich glaube bis 2020. Ja. Also was natürlich auch ein gutes Zeichen wieder ist, dass eben einer der Leistungsträger schon mal ein bisschen verlängert, also dass man auch die Mannschaft im Kern zusammenhalten möchte. So, ja. Also hoffe ich natürlich da auch, dass man eben die Mannschaft auch da weiter verbessern kann. Und ich bin vor allem jetzt eben schon ein bisschen im Vorbegriff auf den Sommer schon sehr gespannt, was da dann alles kommen wird. Aber natürlich auch so die ersten Ligapartien, vielleicht kann man sich damit ein bisschen näher befassen. Erster Gegner ist, wie angesprochen, schon Mattersburg auswärts. Also ganz heißes Pflaster. Es ist eigentlich schlimm, dass man so als Sturmfan schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hat, aber das kommt dann nicht so unrecht. Leider war Mattersburg in der Vergangenheit selten ein guter Boden. Eben, heuer hat es bis jetzt zweimal knapp funktioniert. Zwei Siege, zweimal 3-2 gewonnen, eben in Mattersburg und zu Hause auch. Jetzt eben, wenn man das dritte jetzt auch noch packt, dann ist einmal eine wichtige Hürde geschafft. Ja. Der nächste Gegner ist dann zu Hause, Wolfsburg, glaube ich. BRC, ja. BRC daheim, genau. Ja. Und dann drittes Spiel, auswärts Rapidschau, gell? Ja. Also das sind natürlich klar, also Mattersburg schwer, aber Dreier machbar. Die ersten drei Spiele werden auf jeden Fall schon mal richtig weiter. Ja. Ja. WRC musst du normal auch gewinnen, das erste Spiel. Und den Riesendruck, muss man ehrlich sagen. So also egal wie Mattersburg ausgeht, aber WRC zu Hause ist eigentlich ein Pflichtsieg immer. Und dann eben Rapid. So. Das kommt eben auf die Tagesform davon. Genau. Das ist natürlich immer alles möglich. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Aber ich sage, mit einem Punkt bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also gegen Mattersburg an Sieg, gegen WRC an Sieg daheim. Und dann gegen Rapid unentschieden, okay, das sind 7 Punkte, die wir noch machen, bin ich schon absolut wäre mal ein ordentlicher Start auf jeden Fall. Schon mal super. Man muss natürlich schauen, wie sich das früher entwickelt, also man kann natürlich auch schwer so viel vorab greifen, aber auf jeden Fall glaube ich Sturm, eben also in der Konstellation, wie die Tabelle auch ausschaut, darf zumindest einmal, also für mich persönlich, den zweiten Platz zumindest nie mehr hergeben. Also dort darf... In der Richtung denke ich nicht, dass da auch mit dem Rapid vielleicht sicher noch kommen wird. Also ich bin mir sicher, das wird nicht so ein klarer Abstand sein, wie es jetzt so ist oder zwischenzeitlich auch war. Aber ich sage mal, mindestens Platz 2 für meine Begriffe sollte schon möglich sein. Ja, aber ich sage jetzt einmal so, wir haben glaube ich schon in der Hinrunde, haben wir, denke ich jetzt einmal, ich bin mir zu 70% sicher, dass wir da jetzt einmal die Top 3 auf alle Fälle mal abgesichert haben. Also das. Ja, also Europacup sollte auf jeden Fall. Wie gesagt, auf jeden Fall jetzt dieses Polster herzugeben eben auf Rapid und auf so auf die Austria sollte normalerweise nicht mehr der Fall sein. Dass man das Polster jetzt wirklich komplett aufmacht. Ich meine, es wird zwar kleiner werden, aber komplett aufmachen werden wir es hoffentlich nicht. Es wird natürlich auch noch interessant so sein, wie sie die Vereine dann wirklich verstärken. Ne? Bei Salzburg hat sich ja schon ein bisschen was so getan. Bei Rapid soll ja angeblich noch ein Stürmer kommen. Ja. Muss man schauen, ob sie wen finden und ob das dann auch funktioniert. Ne? Da muss man ja sagen, da haben ja auch die Wiener sich ein bisschen schwer getan in den letzten Transferphasen. Ja, bei uns vielleicht ist ja auch die Frage, also abgesehen davon, dass ein neuer Linksverteidiger jetzt kommen soll, hättet ihr da irgendwelche so speziellen Transferwünsche, wo ihr sagt, na, an der und der Position muss unbedingt noch was getan werden, oder sagt ihr, na, generell kann man eben dem jetzigen Kader komplett vertrauen? Oder gibt es da doch die ein oder andere Schraube, wo man halt doch noch so ein bisschen drehen könnte?
Ich muss ehrlich sagen, also offensiv, defensiv, das Zentrum, das, ja, also eigentlich nur links hinten wird jetzt reißt der Lücke jetzt ein Loch auf, aber sonst eigentlich das ganze Kollektiv an sich, diese Einheit eben und dieser Zusammenhalt, der passt eigentlich. Also von dem her, also die Mannschaft kann man eigentlich rundum so behalten, außer jetzt eben links hinten das Loch gilt es zu stopfen. Klar, ja. Ja, ich bin dafür, wir würden die Mannschaft jetzt mal so halten, wie es jetzt ist. Mhm. Wir haben mit dem Mitten einen Schmack Schmerbrecht, der was über außen sehr, sehr schnell unterwegs ist. Wir haben einen sehr guten, großen Spieler da vorne, der was sich sehr gut entwickelt eigentlich, ist der Schubert. Er ist ein groß, kopfballstark, braucht ein bisschen Zeit jetzt da. Und den sollte man die Chance mal geben, dass sich von der Amateure in die Kampfmannschaft eine entwickelt. Ja, wobei bei Schubert, man muss mal sagen, er hat halt schon ein gewisses Alter. Gell? Also ich meine, ist jetzt 23, glaube ich schon. Ich glaube. Also ist jetzt kein ganz junges Talent mehr in dem Sinne. Ja, man sollte ihn trotzdem integrieren, jetzt einmal in die Kampfmannschaft. Also für mich Schubert zum Beispiel, also eher so ein Spieler, so ein bisschen wie Kienast letztes Jahr, aber halt deutlich kostengünstiger. Und wahrscheinlich halt auch ein bisschen angenehmer so zur Hand haben. Und vor allem, er hat uns in Harz, kann man sagen, so leicht den Hintern gerettet. Ja, das schon. Ne? Und ich meine, eine gefährliche Kopfballchance in Istanbul gegen Fenerbahce hat er ja auch gehabt. Also, Genau. Es schaut nichts, es schaut nichts, dass man ihn hat. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass er unbedingt das wirklich ein richtiges Thema sein wird. Also so für die erste Elf. Eher so, wenn Not am Mann ist wahrscheinlich. Ja, oder aber natürlich könnte auch sein, wenn der Trainer sagt, er will trotzdem einen Kopfball starken. Es ist ja immer die Frage, was ist die Idee vom ganzen System da? Weil wenn zum Beispiel jetzt der Heiko Vogel sagt, keine Ahnung, wir spielen ein 4-4-2, wir probieren zwei Stürmer, dann könnte man das auch gut vorstellen, dass man Schubert einen großen hast und vielleicht, was weiß ich, mit den alle an Karl Stolzigen. Genau. Oder eben vielleicht einmal ein Essay sogar. Keine Ahnung, gibt ja genug Möglichkeiten. Nein, ich muss sagen, Heiko Vogel ist jetzt an sich wirklich unterm Strich wirklich ein enorm interessanter Trainer. Hat mit Basel in der Champions League die Bayern und Man U besiegt. Das schafft es auch nicht mehr gerade so im Handumdrehen. Und ja, man, der Einzige, der was ihn vielleicht einschätzen könnte, ist der Thorsten Fink. Weil die beiden waren ja bei Basel das Trainer gespannt. Ja, die waren ja eigentlich immer zusammen, genau. Also zumindest der Zeit. Dann ist der Fink von Basel weg und der Heiko Vogel ist mit Basel Doublesieger geworden. Ja. Ich meine, gut, okay, klar, du hast natürlich bei Basel ganz andere Ressourcen als bei Sturm Graz, aber trotzdem. Du wirst es trotzdem nicht im Handumdrehen mit Basel-Doublesieger. Weil du hast auch noch die Konkurrenzsituation mit Young Boys Bern, mit dem FC Zürich, mit St. Gallen und so weiter. Also das ist ja eigentlich auch eine sehr ausgeglichene Liga, wobei man Basel, glaube ich, durchaus so von der Rolle her so mit Red Bull Salzburg bei uns vergleichen könnte. Eben mit ein bisschen anderen Philosophie, aber im Grunde geht es so da. Aber immerhin, er hat halt auch quasi mit einer Star-Mannschaft für Schweizer Verhältnisse, muss man sagen, eben auch gut das Ganze handhaben können und eben auch Erfolge gefeiert. Und das ist natürlich auch so ein gutes Indiz dafür, dass er wohl auch eine gute Menschenführung hat oder eben zumindest eben mit erfahrenen Spielern auch umgehen kann, was ja genauso wichtig ist. Andererseits hat er dann auch natürlich diesen Bereich bei Bayern 2, eben speziell, dass er mit jungen Spielern auch schon erfolgreich gearbeitet hat. Und das ist eben für mich zum Beispiel wirklich interessante Kombination an dem Ganzen. Also ich meine, es ist natürlich auch ein Blödsinn, ihn zu hoch zu loben im Vorhinein, ist natürlich auch nicht gut, aber ich glaube schon, dass man so mit dem Heiko Vogel einen sehr interessanten Griff einfach gemacht haben. Also, und eben gerade auf mich wirkt das Ganze bis jetzt, eben was ich so gesehen habe, auch taktisch sehr variabel, man probiert vielleicht noch ein bisschen oder vielleicht ist man eben schon so weit, dass man sagt, man hat schon einen gewissen Plan, den man eben schon umzusetzen probiert, aber ja, mal schauen eben, wie das in der Bundesliga dann im Alltag funktionieren wird. So ist es, aber bringen wir so einen Punkt ein, Hyballer 2.0 ist auf jeden Fall gar nicht. Ja, der was wirklich alles von vornherein umschmeißt, alles umdreht, Stammspieler degradiert auf die Bank. Also man muss aber natürlich fairerweise sagen, es ist auch eine andere Situation. Also er kommt jetzt eben alles und übernimmt die Mannschaft auf Platz 1. Das ist natürlich auch, da gibt es nicht viel Grund, alles umzuschmeißen. Da wird sich natürlich auch dann jeder an den Kopf greifen. Ne? So ist es. Aber ja. Dann schauen wir halt einfach, ne, wo das Ganze ist. Es gibt jetzt noch einige Testspiele, die zum Absolvieren sind. Mhm. Und da werden wir noch schauen, wie sie sich da unterhalten. Hast du den nächsten Gegner im Kopf? Also, was Kiew kommt irgendwann einmal und ich glaube Basel, oder? Ja. Und einer ist, glaube ich, noch zum Schluss, der ist aber noch offen. Mhm. Okay, also einen offenen Termin haben sie da. Ja.
Ja, na, wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte, das Ganze. Ich glaube, so wahnsinnig weit auf die Saison braucht man dann gar nicht vorgreifen. Viel mehr kann man eigentlich dazu dem Thema der Waller gar nicht sagen. Auf jeden Fall, Gott, der Nyko-Transfer wird verkraftet. Das ist einmal die Prognose, würde ich sagen. Meine genauso. Und eben Heiko Vogel, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch die Kombination mit dem Joachim Starnfeld. Genau, stimmt. Das soll, genau, kann man natürlich auch erwähnen. Ist ja auch jetzt da eben befördert worden zum Co-Trainer. Und der dritte Mann im Bunde, der Patrick Diepel, seines Zeichens Spielanalyst und Videoanalyst von Bayern München, also von der U14 bis zur U23, also bis zu den Amateuren, und auch beim DFB war er hier der Chefanalytiker. Ja, das ist natürlich dann schon qualitativ ein bisschen was anderes, was so in den Verein dann mit einfließt. So ist es. Also da muss man auch sagen, wenn das Ganze funktioniert, ne, dann klar, kann man sagen, Rüdiger Kreis und Co. Das finde ich auch nicht schlecht, dass der Joachim Standfest vereinsintern im Trainerteam geblieben ist, weil er kennt die Mannschaft, er weiß, wie die Mannschaft arbeitet. Und er kann den Heiko Vogel durchaus super gute Tipps geben. Und ja. Ja, aber man muss ja rechnen. Schauen wir, konzentrieren uns jetzt einmal auf Mattersburg, auf den Saisonstart. Dass wir den Saisonstart hinkriegen. Ja, und dann. Ja, und vor allem das gute Wort ist, also der Franco Vogel und der Heiko Vogel, die haben sich ja schon im Trainingslager ausgetauscht über Spielsystem, über einzelne Spieler. Ja, eben, der war erst zu Besuch jetzt. Genau, ja, kam sogar einen Tag früher, gestern am Abend gab es eben dieses Gespräch zwischen den zwei Deutschen sozusagen. Und ja, also da wird sicherlich der Franco Vogel ihm da seine Trickkiste aufgemacht haben. Schau, ich habe das immer so gemacht. Ja, klar, das wenn, ist ja wenn du willst, mach da jetzt ein bisschen weiter, wenn nicht, ist auch wurscht. Ja, aber immer, aber es ist eben dann schon natürlich ein Vorteil, muss man sagen, dass Heiko Vogel wirklich quasi so seinen Vorgänger noch richtig kennenlernen kann. Weil meistens ist ja so, ich meine, hat der Heiko Vogel, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, eigentlich ist die Situation normal eine ganz andere. Du übernimmst eine Mannschaft, ne, die normalerweise nicht erfolgreich ist, und in dem Sinn hat er ein gutes Polster. Ja, er hat ja gesagt, dieses Kollektiv, dieses Fundament wieder einfach so, wie es jetzt ist, übernehmen und nur halt ein bisschen mit seinen eigenen Ideen verfeinern. Also da wird im Kern wird da gar nichts passieren. Ja. Und das ist auch gut so. Der Franco Vogel hat auch nicht lange gewartet, bis er seine Ex-Schützlinge wieder sieht. Der war gegen Oder Heiligen auch da. Genau. Am Beispiel gegen Oder Heiligen. Ja. Also er wird, glaube ich, immer mit Sturm in Verbindung bleiben. Naja, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Beim Abschied hat er gesagt, er würde natürlich irrsinnig freuen, wenn er nach Graz kommen kann und mit uns als Fans den einen oder anderen Titel vielleicht feiern kann. Naja, dann schauen wir mal, was rauskommt. Naja, vom Meistertitel wollen wir ja gar nicht reden eigentlich, das ist aber durchaus realistisch, sagen wir, der Cup-Titel heuer und das Cup-Finale auf jeden Fall. Bei den verbleibenden Mannschaften, was wir sagen, kannst du wirklich einmal vom Finale sicher ausgehen. Ja, oder also im Finale, sage ich mal, Red Bull Salzburg wäre ganz sicher interessant. Ne? Also sicher da so was, also, 25.000 Stundenfels. Kriegst du zusammen, ne? Und der Rest rückt dann vielleicht mit ein paar Kunden aus Salzburg. Passt. Ich würde sagen, das passt dann auch. Mit dem, ja, haben wir besprochen. Hinrunde gibt es noch. Nein, in der Hinrunde habe ich noch drei Fakten herausgesucht, die was wirklich für den Erfolg wirklich sprechen. Also wie gesagt, wir haben jetzt 44 Punkte geholt. Und wie gesagt, also jetzt die drei Fakten stand nach der 20. Runde. Also wir haben jetzt wirklich von möglichen 60 Punkten haben wir 44 geholt. Das ist schon mal. Ist schon mal eine Marke. Das ist schon mal ein erstes Rufzeichen. Dann waren wir damals erfolgreicher als im Meisterjahr. Also wir haben im Winter 2010 haben wir 36 Punkte nach 20 Runden gehabt. Ich meine, gut, damals war die Hinrunde nach 19 Runden zu Ende, da war damals Ried Herbstmeister und wir im Zweiter damals nach 19 Spielen mit 33 Punkten und eben nach 20 mit 36 Punkten. Da war eben die 20. Runde die erste Rückrunde. Ja. Und Fakt Nummer 3, also du wirst dich noch wissen, solchen Saison 15-16, da haben wir damals am Saisonschluss nur 4 Punkte mehr im Konto gehabt als jetzt nach 20 Runden. Beste. Also wir haben damals letztes Spiel, wo wir da im Mai gegen die Austria in Wien ja leider abgesoffen sind, haben wir da eben zum Schluss haben wir
eben nur 4 Punkte mehr gehabt als jetzt nach 20 Runden. Also das ist wirklich, das spiegelt auch diesen Erfolg wieder. Das spiegelt eben dieses gute Kollektiv der Mannschaft wieder. Und ja, Platz 3 sollte drin sein. Cup-Finale sollte normalerweise auch nicht schief gehen, aber ja. Naja. Man muss eben von Spiel zu Spiel denken, wie man bei uns sieht. Ja klar, ne? Und der Ball ist rund und die ganzen... So ist es. Die ganzen anderen Sprüche. Ja. Passt, Burschen. Dann sage ich recht herzlich danke auf jeden Fall, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich glaube, wir haben ganz interessante Themen gehabt eben. Und auch recht aktuelle. Und ja, dann schauen wir eben, was unsere Schwarz-Weißen da im Frühjahr dann so fabrizieren. Ne? Und ja, hoffen wir mal, dass die Saison eben weiterhin dann so erfolgreich weiterläuft wie bisher. Und in diesem Sinne würde ich dann auch sagen, das war's an der Stelle von uns. Ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß hier beim Black Table, beim ersten Video im Jahr 2018. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao. 600 Meter, 600 Kilometer. Ich war im Stadion, sonst glaube ich 6:20 oder 6:30 Uhr. Das ist früh, sag ich schon. Da bin ich fast Schau, da bin ich die Freiburger, aber ich auch, wenn man die Kinder spielt, da. Ja.